Von Werder aus sind wir durchgefahren bis nach Florenz auf den Campingplatz Hu Firenze. Angekommen, haben wir uns erstmal ein bisschen orientiert. Später sind wir bis an den Arno gegangen. Für ca. 50 Euro die Nacht, da kann man auch schon einiges erwarten. Das sind hier die sogenannten Tagesplätze. Der kleine und gut sortierte Supermarkt. Und das Campingplatz eigene Schwimmbad. Hier das Eingangsportal. Hier stehen auch die Busse, die als Shuttle-Service in die Stadt fahren. Allerdings nicht ganz in die Stadt, sondern 4 Kilometer außerhalb. Man muss also noch eine ganze Weile laufen. Wir haben unsere Fahrräder gleich mitgenommen zum Arno und wollten einen kleinen Ausflug wagen bis in die Stadt, bis nach Florenz. Haben das auch über ziemlich komische Umwege erreicht und wollten am nächsten Tag einfach mal den Shuttle-Service nutzen. Santa Maria Novella, eine sehr beliebte Piazza, wo abends Sängerinnen und Sänger auftreten, weil einfach die Stimmung sehr gut ist. Man hört sie im Hintergrund. Ein Blick in die Seitenstraßen, auch hier herrscht Leben. Die Basilika Santa Croce di Firenze. Übersetzt Heiliges Kreuz von Florenz. I've been looking for a way from this town.
you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget. Auf dem Arno herrscht so richtig Leben, wenn das schöne Wetter da ist. Dann fangen die an, Subboard zu fahren, Boote, allerlei Veranstaltungen. In Amsterdam putzt man gegen kleines Geld eine Fensterscheibe. In Florenz werden Zaubertricks auf der Kreuzung vorgeführt. Leider etwas unscharf im Hintergrund eine Rampe auf San Nicolo, die Rampen von San Nicolo. Bibliotheca Nazionale Centrale di Firenze, die Nationalbibliothek. Ponte alle Grazie, Brücke zu den Gnaden, da wollen wir hin. Im Hintergrund sieht man Il Trecentesco Palazzo Vecchio. In Gedenken an die Starken, die in Menta Sacrarumo Rom fielen, um Italien zu befreien. Wir sind nun auf der Ponte Vecchio. Lasst es einfach auf euch wirken. Kohle. Guck mal, da vorne von Rolex. Das für dich hier, ne? Natürlich kein Preis ausgeschildert, ne? Doch, das, da hängt meine Kette. Oben. Eine oder alle. Guck mal, vielleicht die. Hier ist schön, ja. Aber das Frauenkette. Passt auch mal in den Hals. Hier bekommt man alles, was glänzt und teuer ist. Auf der anderen Seite der Brücke, oder anders gesagt über den Arno,
darf natürlich auch eine Eisdiele nicht fehlen. Lecker Gelato. Unsere Vorliebe, Sorte, das Pistachio. Ist grün. Auch nicht ähnlich braun wie jetzt in den Werder. Das war's. Lungano del Cerchi Busseri. Hier tummeln sich Künstler aus Italien oder Florenz und bieten das Malen von Porträts an. Wenn man weiter reingeht, findet man auch noch mal ein paar schöne Bilder. Nun folgen noch ein paar Bilder, die wir vorher schon im Video gesehen haben, als Impression von der Ponte Vecchio. In Museen, Galerien und Ähnlichem kommt man leider nicht mit einem Hund rein. Der muss leider draußen bleiben. Tschüss Brücke, Ponte Vecchio. Ja, wo? Oh, schick. Okay, Italien ist natürlich auch bekannt für seine Lederartikel. Hier ist ein richtiges Treiben in gutes und schlechtes Leder. Nee. Zu glatt. Ob das wohl Tashley sind? Was? Ja. Sweatshirts sind das nicht, das sind Hoodies. Hoodies, 28 Euro. Ach, Sweatshirts ja auch, ja. Ja, da weißt du, ist keine Qualität, ne? Das sind dünne. Das lasse ich lieber. Die armen Pferde, sie lahmen sogar schon, wenn man genau hinguckt. Thank you.
aufgemacht. Da könnte der Fluss sein. Ja, nicht könnte, ist. Frisuren, das sind die Frisuren, die du dir aussuchen kannst. Hätte ich die aus dem Meer doch retten sollen. Ne? Ja, vielleicht, wenn es eine echte war. Vielleicht selbst auch cool. Ja, genau. Aber es ist immer so, wie man es macht. Ich will hier, glaube ich, durch. Hier passt eh kein Fahrzeug durch. Außer das hier Ausgestellte. Der Vorgarten eines Wohnhauses. In den Seitenstraßen ist ordentlich was los. Man kann Schaufenster gucken, Restaurant besuchen, richtig leben. Die waren wohl auch, dass der Laden aufmacht.
surrender your life. Hier nochmal etwas schärfer, Saint Nicolo. Unterhalb St. Nicolo, in den Nebenstraßen, super Restaurants, das sollte man unbedingt mal mitnehmen. Your life.